Ja, genau das meine ich. Seine einhändige Passage. Schade. Dann am Ende in der Piaffe, da hat er doch irgendwie einmal kurz Angst gekriegt. Links der National Coach Rudolf Zeilinger. Claudio Castilla Ruiz und sein Alkai. Er hat das natürlich echt gut gemacht. Er hat die Stärken von seinem Fuchs richtig, richtig ausgespielt. Die Piaf-Passage-Tour natürlich in allen möglichen Variationen, hätte ich jetzt fast gesagt, hier gezeigt. Und was war das für ein Anfang? Also das war schon echt originell. Der hier kurz fast verblüfft hat. Los geht's und zack, direkt rein in die Piorette, anderthalb, zweimal rum. Er hätte sicherlich vielleicht mal ein bisschen mehr durchgesprungen sein dürfen, aber von der Idee, das war schon gut. Da hat man schon einmal gesagt, so Achtung, hallo. Und was ich richtig gewagt, aber gut auch ausgeführt fand, starker Galopp und dann zack, rein in die Piaf-Piorette. Das war schon eine tolle Kombination. Die Piaf-Piorette übrigens, wenn sie mindestens 180 Grad, also mindestens ein Halbmal rum, dann kriegt sie den Koeffizienten, also den mal 0,2 gibt es dann Bonuspunkte obendrauf. Und genau das haben die beiden hier, glaube ich, uns sehr, sehr gut gezeigt. Ja. Super Bild, danke dafür, super das Bild, genau das ist es. Das ist es, was man so oft gar nicht sieht. Wie viel Emotion steckt denn bloß dahinter? Wie viel Passion, bis man es geschafft hat? Ja, schade. Ne? Erst war dieses Stocken, aber dann, guck doch mal, da geht der hier in die Piaf-Piorette. Und wenn er diesen Übergang noch besser hinkriegt, dann wird das Ganze natürlich noch wertvoller. Und ich sag Ihnen was.